Eines Tages, als Jesus die Menschen in einem Vorhof von Gottes Tempel lehrte und die gute Nachricht verkündete, kamen die Hohepriester und die Religionsexperten mit den Ältesten und fragten ihn: Sag uns, mit welcher Vollmacht tust du diese Dinge, oder wer gab dir die Vollmacht, sie zu tun? Er antwortete ihnen: Ich will euch auch eine Frage stellen. Sagt mir, wer gab Johannes die Vollmacht zu taufen? Gott oder die Menschen? Sie berieten untereinander und sagten: Wenn wir antworten Gott, wird er zu uns sagen: Warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Und wenn wir sagen die Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, weil es überzeugt ist, dass Johannes ein Prophet war. Deshalb antworteten sie: Wir wissen es nicht. Darauf sagte Jesus: Dann werde ich euch auch nicht sagen, mit welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Dann erzählte Jesus der Volksmenge dieses Gleichnis. Er sagte: Ein Mann pflanzte einen Obstgarten und verpachtete ihn an einige Bauern. Dann reiste er für lange Zeit ins Ausland. Während der Erntesaison schickte er einen Diener zu den Bauern, damit sie ihm seinen Anteil an dem Ertrag des Obstgartens geben würden. Aber die Bauern schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Also schickte er einen anderen Diener, aber sie schlugen ihn ebenfalls, beleidigten ihn und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Dann schickte er einen dritten Diener, aber sie verwundeten ihn und warfen ihn hinaus. Daraufhin sagte der Besitzer des Obstgartens: Was soll ich tun? Ich schicke meinen geliebten Sohn. Ohne Zweifel werden sie ihn respektieren. Doch als die Bauern ihn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, dann wird uns das Erbe gehören. Daraufhin warfen sie ihn aus dem Obstgarten und töteten ihn. Was wird der Besitzer des Obstgartens nun mit ihnen tun? Er wird kommen, diese Bauern töten und den Obstgarten anderen geben. Als das Volk dies hörte, sagte es: Nein, Gott bewahre uns davor. Jesus sah sie an und sagte: Was bedeutet denn die Aussage im Buch Gottes? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Krönungsstein des Bauwerks geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, und jeder, auf den dieser Stein fällt, wird zermalmt werden. Auf der Stelle versuchten die Religionsexperten und die Hohepriester, ihn festzunehmen, weil sie verstanden hatten, dass er in diesem Gleichnis gegen sie geredet hatte. Aber sie hatten Angst vor dem Volk. Sie begannen, ihn zu beobachten und schickten Spitzel zu ihm, die vorgaben, fromm zu sein. Die Spitzel sollten Jesus durch etwas, was er sagen würde, zu Fall bringen, sodass er dann der Justiz und der Autorität des Gouverneurs ausgeliefert werden könnte. Sie fragten ihn: Lehrer, wir wissen, dass du die Wahrheit sprichst und lehrst und dass du dich nicht um den Status der Leute kümmerst. Vielmehr lehrst du den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es gemäß unserem Gesetz erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Doch er durchschaute ihre Hinterhältigkeit und sagte zu ihnen: Zeig mir einen Denar. Wessen Bild und Name sind darauf? Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Es war ihnen nicht möglich, ihn durch etwas zu Fall zu bringen, was er vor den Leuten sagte. Sie waren erstaunt über seine Antwort und schwiegen. Dann kamen einige Sadduzäer zu ihm. Sie sind diejenigen, die nicht an die Auferstehung vom Tod glauben. Sie fragten ihn: Lehrer, Mose hat dieses Gebot für uns aufgeschrieben. Wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Söhne gezeugt hat, dann sollte, falls dieser Mann einen Bruder hat, der Bruder die Witwe nehmen und einen Sohn im Namen des Bruders zeugen. Nun gab es 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb, ohne einen Sohn gezeugt zu haben.
Darauf nahm sie der zweite und der dritte und der Rest der sieben, aber sie zeugten keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Bei der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben hatten sie geheiratet. Da antwortete Jesus ihnen: Die Leute in diesem Zeitalter heiraten und werden verheiratet. Doch diejenigen, die am ewigen Leben und der Auferstehung vom Tod teilhaben, werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Und dann können sie nicht mehr sterben, weil sie wie die Engel sind. Sie sind Söhne Gottes, weil sie vom Tod auferstanden sind. Sogar Mose selbst macht uns deutlich, dass die Toten auferstehen werden. Und zwar während der Begegnung beim Dornbusch, wo er sich auf Gott als den Herrn Abrahams, den Herrn Isaaks und den Herrn Jakobs bezieht. Gott ist also Herr der Lebenden, nicht der Toten, denn für ihn sind alle lebendig. Einige der Religionsexperten sagten: Das hast du gut gesagt, Lehrer. Danach wagte keiner mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Dann fragte Jesus sie: Wieso sagt man, dass der Messias der Sohn Davids ist? Denn David selbst sagt im Buch der Psalmen: Gott sprach zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn David den Messias seinen Herrn nennt, wie kann dann der Messias sein Sohn sein? Während das gesamte Volk zuhörte, sagte er zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den Religionsexperten, die es lieben, in langen, feinen Gewändern umherzugehen, von Leuten auf den öffentlichen Plätzen gegrüßt zu werden, die im Gebetshaus gerne in der ersten Reihe sind und bei Festessen auf den Ehrenplätzen sitzen. Aber sie plündern den Besitz der Witwen und verrichten lange Gebete, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Deshalb werden sie die härteste Strafe erhalten.